Ja, gegeben sind hier drei Folgen und wir sollen die auf die Eigenschaften Monotonie und Beschränktheit prüfen. Monotonie ist also entweder monoton wachsend oder monoton fallend. Sind also die einzelnen Folgeglieder vom ersten Folgeglied zum zweiten, dritten, vierten, sind die eher ansteigend oder sind die fallend? Und als zweites eben diese Beschränktheit, laufen die gegen eine untere oder eine obere Schranke? Wenn du da jetzt noch nicht das Wissensvideo von uns angeguckt hast, dann erkläre ich dir das am besten einfach mal direkt anhand dieser ersten Aufgabe, dann wird das schon klarer, denn diese erste Aufgabe ist gleich ein schönes Beispiel. Also, als allererstes nehmen wir uns diese Teilaufgabe A raus und gucken uns die ersten Glieder mal an. Wenn wir hier n, das ist ja immer so diese Variable, sagt man, bei der Folge, wenn man hier für n die Zahlen 1, 2, 3, 4, 5 einsetzt, dann bekommt man schon eine gute Idee. Denn hier bei 1 kommt noch eine 1 raus, bei 2 1/2, bei 3 ein Drittel, bei 4 ein Viertel und bei 5 ein Fünftel. Das heißt, umso höher das n, umso kleiner die Zahl in Richtung 0. Und das sollte einem hier auffallen. Das heißt, erstmal fällt das natürlich. Somit haben wir hier eine Monotonie, die fällt. Aber vor allem eben wird der Abstand zwischen diesen Zahlen, der wird eben, da steht hier nochmal der Abstand zwischen den einzelnen Werten jedoch auch. Also die werden immer kleiner, dieser Abstand. Und somit nähert sich das einer Schranke. Wenn der Abstand jetzt immer größer würde, dann würden ja die Zahlen auch immer kleiner in Richtung minus unendlich werden. Dadurch, dass sie aber sozusagen dieser Abstand selber immer kleiner wird, nähert sich das Ganze so einem Wert. Theoretisch sozusagen, wenn man sich das jetzt hier in so einem Koordinatensystem angucken würde, dann hätte man hier irgendwie bei 1 und 1 hier so einen Startwert. Hier so. Bisschen dicker vielleicht. So. So. Und dann bei 2 und schon nur noch die Hälfte. Also hier so. Und dann bei 3 und dann läuft das hier so immer mehr sozusagen sich annähern, das kann man natürlich jetzt hier so schwer sagen, läuft das immer mehr gegen diese 0 gegen, aber es wird niemals kleiner sein als 0 und somit ist hier eben die 0 die untere Schranke, das kann man hier wunderbar feststellen und eben monoton fallend, das wäre hier der Einstieg. Achte darauf, wenn es wirklich gegen eine untere Schranke geht, dass du dann dieses S auch klein schreibst. Wenn es eine obere Schranke wäre, also sozusagen dieser Verlauf der Folge zum Beispiel so wäre, gegen eine obere Schranke, sagen wir mal zum Beispiel 10, dann würde hier eben auf Höhe der 10 eben diese Folge immer mehr so dagegen laufen, dann müsstest du ein großes S schreiben für eine obere Schranke. So, das die Teilaufgabe A. Achso, du kannst ja gerne mal hier jetzt Pause drücken und einfach das mal für B und C probieren. Einfach mal eine Wertetabelle für die ersten Wertepaare für die ersten 5 Folgeglieder aufschreiben und mal überlegen, ist das monoton fallend und wachsend? Das sieht man immer relativ schnell. Aber gibt es eine Schranke, eine obere oder untere? Okay, ich zeige dir jetzt aber auch die Lösung natürlich für diese nächsten Unteraufgaben. Und da haben wir doch hier schon die Aufgabe B. Das ist die Folge. Wir wissen, Monotonie und Beschränktheit soll geprüft werden. Also machen wir das und zwar mit den ersten 5 Folgegliedern. Bei diesen Folgegliedern ist es jetzt so, da siehst du, der erste ist hier 3 Viertel. Das bekommst du raus, wenn du für n 1 einsetzt. Wenn du für n 2 einsetzt, kommt das hier raus und so weiter. Du siehst, von 3 Viertel zu 9 Achtel, also 3 Viertel ist noch kleiner als 1, 9 Achtel ist größer als 1, 19 Zwölftel auch, das heißt, das wächst hier an und jetzt müsste man gucken, ist der Abstand von einem zum nächsten Folgeglied, wächst der an? Von 3 Viertel zu 9 Achtel ist der nicht besonders groß, von 9 Achtel zu 19 Zwölftel, das ist schon fast 2, da ist er größer geworden, von 19 Zwölftel zu 33 Sechzehntel, das ist über 2, ne? Weil 32 Sechzehntel ist ja 2 und das ist noch ein Sechzehntel mehr und das hier ist schon fast bei 3, die 51 20. Das heißt, der Abstand wird immer größer. Somit ist das hier monoton wachsend, aber wir haben keine obere Schranke, weil wenn diese Werte halt immer größer werden, dann nähert es sich eben einfach keinem Wert an. Und das sind eben diese beiden Eigenschaften von dieser Folge. Jetzt haben wir noch die Folge C. Gerne kannst du es auch nochmal selber probieren, wenn du möchtest. Das hier wären die Werte allerdings und die bekommst du natürlich auch wieder raus, wenn du hier das n einsetzt. Und bei diesen Werten ist es jetzt so, da müsste man sich die jetzt angucken und sagen, okay, 3, da hat man 5 Achtel. 5 Achtel ist schon kleiner als 1 und 1 ist ja kleiner als 3. Und dann hat man 7 27. Das geht hier, das läuft hier schon wieder in Richtung 0, wenn du das siehst. Der Nenner wird immer größer im Verhältnis zum Zähler. Also der Abstand sozusagen, den man hier sozusagen pro diesen Werten hat, der nimmt immer mehr ab. Von 3 zu 5 Achtel war der Abstand noch viel größer als zum Beispiel hier von 9 64. zu 11 125. Und das läuft jetzt eben gegen 0. Und somit hat man so wie im Fall A hier eine Folge, die monoton fallend ist, aber eben auch nach unten beschränkt und somit ist die untere Schranke hier 0. So, jetzt klick dich einfach mal gleich hier ins nächste Video rein. Das siehst du in unserer Endcard. Gleich das nächste Video, da hast du dann auch nochmal ein paar schöne Beispiele. Abgeschrieben hier in Blau. So, somit haben wir also a n plus 1 als Folge, also quasi immer ein Folgeelement
weiter als das davor. Das bedeutet, dass wenn bei dieser Differenz hier etwas Positives rauskommt, dann haben wir ja hier im Folgeglied etwas Größeres als da jedes Mal und somit wäre die Funktion monoton wachsend. Kommt bei dieser Rechnung, die ich jetzt...